Verehrter Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, ich sehe, wenn die Opposition spricht, muss Frau Kanzlerin gehen. Sie könnten ruhig der Opposition hier zuhören, Frau Kanzlerin. Werte Kolleginnen und Kollegen, wenn die Koalition schon so viel Redezeit hat und die Opposition so wenig, dann ist es ja wohl nicht zu viel verlangt. Wir stehen, meine Damen und Herren, wir stehen vor einer neuen Runde der Eskalation durch den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner Helfershelfer. Gestern hat der türkische Innenminister Süleyman Soylu auf einer Kundgebung politische Morde an Andersdenkenden in Deutschland angekündigt. Ja, er hat sogar sie als Wahlversprechen abgegeben. Und wenn es auch nicht jedem in diesem Hause klar ist, damit werden auch deutsche Abgeordnete zur Zielscheibe dieser Mordansagen aus Ankara. Und ich finde, diese Gewaltpolitik aus Ankara muss endlich ernst genommen werden hier in Deutschland. Dazu kommt, dass Erdogan seinen Werbefeldzug für die Diktatur auch in Deutschland abhalten will. Wie 2/3 der deutschen Bevölkerung will auch die Linke, dass dieser Auftritt verhindert wird. Die Bundesregierung kann das rechtlich und sie muss es auch politisch verhindern, dass eine ganze Generation von jungen Leuten hier in Deutschland von der Propaganda Erdogans vergiftet wird. Wir wollen Deutschland nicht zur Wahlarena für Folter und Einführung der Todesstrafe werden lassen. Erdogan und seine Minister sind hier nicht erwünscht, meine Damen und Herren. Und es ist doch auch wirklich abenteuerlich, dass der türkische Außenminister Çavuşoğlu gestern wortreich berichtet in den türkischen Medien, dass es bei dem Treffen mit Außenminister Gabriel gestern um die Vorbereitung eines Auftritts von Erdogan in Deutschland gegangen sei. Und Gabriel selber schweigt sich dazu aus. Und ich sage Ihnen, diese Türkei-Politik der Bundesregierung hat nichts mit Dialog zu tun. Der Merkel-Erdogan-Pakt hat die Bundesregierung erpressbar gemacht. Sie haben zu den Entwicklungen in der Türkei lange Zeit geschwiegen. Sie haben den Satiriker Böhmermann auf Verlangen Erdogans Frau Merkel zum Abschuss freigegeben. Bei der Armenien-Resolution haben Sie auf Verlangen von Erdogan sich im Bundestag feige davon gemacht und sich später auch noch davon distanziert. Als wir Abgeordnete wegen dieser Resolution von Erdogan bedroht wurden und er Bluttests von uns gefordert hat, weil unser Blut verunreinigt sei, haben Sie, Frau Merkel, geschwiegen. Als die Besuchsverbote für Abgeordnete auf dem Militärstützpunkt Incirlik ausgesprochen wurden, haben Sie gebettelt und die Bundeswehr dort belassen, obwohl bis heute keine Einreise möglich ist. Wann immer es bei Wahlen für Erdogan auf Messers Schneide stand, sind Sie ihm sofort zur Hilfe geeilt. Der Merkel-Erdogan-Pakt hat Sie erpressbar gemacht. Ihr gewähren lassen hat ihn jedes Mal ermutigt, weiterzumachen. Das, meine Damen und Herren, ist kein Dialog. Das ist schlicht hässliche Geopolitik, die Demokratie und Menschenrechte opfert. Und deshalb verlangen wir als Linke, diese Politik muss aufhören, sie muss beendet werden. Und dazu passt ja auch, dass der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall in der Türkei jetzt auch noch eine Panzerfabrik einrichten möchte. Und die Bundesregierung gibt grünes Licht dazu. Sie liefern Waffen an Erdogan, obwohl sie wissen, dass Erdogan damit den Krieg gegen die Kurden führt. Sie liefern Waffen an Erdogan, obwohl sie genau wissen und nicht ausschließen können, dass diese Waffen an islamistische Terrorgruppen wie Ahrar al-Sham oder sonstige weitergegeben werden von der türkischen Regierung. Und sie liefern Waffen an Erdogan, obwohl sie erklären, dass die Türkei unter dem Muslimbruder Erdogan zu einer zentralen Aktionsplattform für den islamistischen Terrorismus in der ganzen Region geworden ist. Ich finde, diese Rüstungsexporte sind kein Beitrag zum Dialog, sie sind ein Beitrag zum Unfrieden, und deshalb müssen sie gestoppt werden. Wir fordern eine radikale Wende in der deutschen Türkei-Politik. Vielen Dank. Frau Kollegin Dadelen, die Bundeskanzlerin ist in Kenntnis aller Fraktionen ab 11 Uhr zur Abreise zu genau dem Europäischen Rat. Ja, ich habe es ja mitgekriegt, aber Frau Dadelen offenkundig nicht. Und sie hat ihrer ganzen Rede hier im Plenum? Soll ich vortragen, wen ich in ähnlicher Tätigkeit von hier oben beobachtet habe?
Ich wollte überhaupt darauf hinweisen, dass dann, wenn ich die Präsenz im Plenum mit dem auf der Regierungsbank vergleiche, nicht finden kann, dass wir Anlass zur Beschwerde haben. Tja, das ist die ganze Wahrheit. Das Wort hat nun der Kollege Norbert Spinrad für die SPD-Fraktion.